Die Grünen beschäftigt seit ihrer Gründung zwei Fragen. Die eine ist, was passiert mit der Ökologie, sagt auch schon der Name Grüne. Die andere Frage war immer die nach der sozialen Gerechtigkeit, nach richtiger Verteilung von Einkommen und Vermögen. Und diese Fragen wollen wir auch heute hier diskutieren. Ich stelle Ihnen jetzt mal meine Diskutanten vor. Das eine ist Mariam Lau von der Zeit, dann Florian Gartmann von Spiegel Online und Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Ja, fangen wir mal gleich von vorne an, Frau Lau. Also die Grünen waren definiert eigentlich ganz wesentlich durch dieses Atomkraft-Nein-Danke. Aber am Ende waren es dann doch nicht die Grünen, sondern eine CDU-Kanzlerin namens Angela Merkel, die den Atomausstieg organisiert hat. Also was bedeutet das für die Grünen heute, dass jede Partei auch Umweltpolitik macht? Sind die Grünen überflüssig? Also erstmal hätte Frau Merkel das, glaube ich, kaum gemacht, wenn es die Grünen nicht gegeben hätte und nicht eine gesellschaftliche Stimmung da gewesen wäre, die der Atomkraft gegenüber inzwischen doch auch skeptisch ist. Dann gab es den Unfall in Fukushima oder Fukushima, wie man sagen soll. Also die Grünen waren daran beteiligt. Es ist ein Riesenerfolg dieser Bewegung, dass das passiert ist in Deutschland. Und jetzt können sie aber die Früchte dieses Erfolgs nicht ernten. Also Wähler bedanken sich nicht bei einer Partei dafür, dass sie 30 Jahre lang für diese Sache gekämpft hat. Also ich glaube schon, dass es für die Grünen jetzt darauf ankommt, ein neues Thema zu finden. Ja, das ist ja eigentlich schon praktisch der Übergang zu Herrn Gartmann. Was wäre denn ein denkbares neues Thema? Also Atomenergie ist abgehakt. Was jetzt? Ich glaube, das ist genau das Problem, vor dem die Grünen stehen. Ja, machen Sie doch jetzt mal hier so ein bisschen Parteienberater. Naja, wir Journalisten haben es ja immer leicht rumzumeckern, aber wenn man uns dann fragt, gebe Ihnen mal einen Rat, ist es natürlich auch nicht so leicht. Also tatsächlich fällt mir eben das ganz große Ersatzthema auch nicht ein. Das Thema gutes oder gesundes Essen, da streitet man sich ja noch drum, wie man es jetzt am schönsten nennt, ist ja so ein Thema, was man möglicherweise so als neues, grünes Großthema ins Auge fasst. Hat man auf dem letzten Parteitag in Hamburg ja schon so ein bisschen ausprobiert. Da war man, glaube ich, ganz zufrieden. Aber ob es das ist, da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Ja, also Herr Gartmann hat es ja schon angesprochen. Die Grünen nennen sich jetzt die Ernährungspartei. Was halten Sie denn davon? Also zwei Sachen, die mir noch einfallen. Die Kollegin Lau hat gesagt, die Grünen hätten nicht den Lohn davon gekriegt von diesen 30 Jahren. Sie haben natürlich in Baden-Württemberg eine Wahl gewonnen und den ersten Ministerpräsidenten gestellt. Insoweit haben sie eigentlich einen wahnsinnigen Lohn von dem Unfall in Fukushima gekriegt. Das ist zynisch, aber gleichzeitig richtig. Also sie haben davon gewonnen. Ob man daraus dann die richtigen Lehren zieht, das weiß man noch nicht. Was wäre denn die richtige Lehre? Es nicht zu überbewerten. Also ich glaube, die Grünen stehen ja vor der schwierigen Frage, was machen sie in einem Jahr bei dem Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg und was machen sie inhaltlich, was bieten sie an? Dieser Wahlsieg war einmalig, die Umstände drumherum waren einmalig, mit Fukushima, auch mit Stuttgart 21, aber vor allem mit Fukushima. Also wie gehen sie sozusagen den nächsten Wahlkampf an? Da sind sie, glaube ich, noch völlig uneins. Diese Partei hat viele zentrale Fragen, soziale Fragen nicht beantwortet bislang. Eigentlich müssten sie es bis Baden-Württemberg tun. Das wollte ich nämlich jetzt Frau Lau gerade fragen. Muss man nicht einen Unterschied machen zwischen Landesebene und Bundesebene? Also auf Landesebene kann man ja wahrscheinlich jetzt in Baden-Württemberg einfach sagen, wir haben Kretschmann, hat der Herr Braun auch schon ein bisschen angedeutet. Ja. Und weitere Botschaften braucht man da gar nicht mehr. Aber das hilft natürlich dann auf der Bundesebene. Also es gab ja in den letzten zwei, drei Jahren, hat man ja bei den Grünen wirklich so eine Nord-Süd- Spaltung oder Divergenz oder so gesehen, dass Norden ist jetzt ein bisschen zu pauschal gesagt, aber also jedenfalls Berlin und die Bundestagsfraktion sich sehr stark auf soziale Fragen und darauf kapriziert haben, eine linke Partei zu sein in erster Linie, was sich eben auch an ihrem Deutschlandbild, ihrer Haltung zu sozialen Fragen, ihrer Haltung in Steuerfragen bemerkbar gemacht hat. Und andererseits eben die Baden-Württemberger, die ja nicht nur auf die ökologische Frage gesetzt haben, sondern auch auf sowas wie ein Wertekanon. Also der Kretschmann wird nicht nur gewählt, weil er 30 Jahre gegen Atomenergie gekämpft hat, sondern weil er für eine bestimmte Wertehaltung steht, zu der ganz simple Tugenden gehören, wie Aufrichtigkeit und so weiter. Und dass die Grünen das schaffen, so jemanden hervorzubringen, ist wirklich bemerkenswert. Und hat jetzt nicht nur mit Ökologie zu tun. Ich würde da gerne eine Sache einwerfen. Das stimmt ja alles. Das Problem ist aber natürlich, dass genau dieser Winfried Kretschmann und genau sozusagen diese Benchmark in Baden-Württemberg, dass man nämlich gerne
den Kretschmann bestätigt haben möchte als Ministerpräsident, die Grünen im Grunde genommen lähmt. Weil bis zu dieser Landtagswahl wird nämlich in Wahrheit gar nichts passieren. Deswegen, was der Kollege Braun gerade gesagt hat, ist ja richtig. Man müsste eigentlich entscheidende Fragen bis dahin klären. Genau das Gegenteil wird aber passieren, weil im Grunde genommen alle wissen, wir müssen jetzt vor allem erstmal diese Wahl gewinnen. Und diese Wahl gewinnen wir nicht, wenn wir uns vorher streiten, sondern diese Wahl gewinnen wir, wenn wir einig sind, weil das wünscht sich nämlich Winfried Kretschmann von dieser Partei. Der wünscht sich keine Querschüsse aus Berlin, von niemandem. Und im Grunde genommen, die ganzen Schwankenfragen werden entschieden frühestens nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, aber dann kommt ja auch noch eine in NRW. Und aber könnte man nicht auch so Ich würde gerne auch noch was dazu sagen, weil das ja tatsächlich ein absoluter Nukleus der Frage ist, was sollen die eigentlich machen? Genau. Und ich finde diesen Gedanken, den die Frau Lau genannt hat, irgendwie diese Differenz zwischen Süden und Norden, ich würde sogar sagen, zwischen Berlin und dem Rest. Mhm. Weil du im Prinzip in einer Situation bist, du hast jetzt 8 Bundesländer, wo die Grünen mitregieren. Wenn man genauer hinguckt, erleben die alle gerade sozusagen ihr Rendezvous mit der Realität. Schönes Sprichwort von Schäuble, will ich jetzt irgendwie nicht für mich in Anspruch nehmen, aber in gewisser Weise stimmt es. Ob du den Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein dir anguckst oder in Niedersachsen oder ob du die rot-grüne, eher ja linksorientierte Regierung in NRW anguckst, die sind leise geworden, die anderen müssten eigentlich mehr sagen, was sie in der Realität machen können und was sie nicht machen können. Insoweit wird die Frage, die Sie dieses Jahr sich stellen müssen, eigentlich eine sein, wie viel Einfluss werden die Länder kriegen, wie viel werden die sich auch nehmen und wie viel Einfluss wollen die in Berlin haben, die in der Opposition sind, die noch mit ihrer Viererbande da ringen, die irgendwie vor allem personell immer mal wieder in der Kritik stehen. Das finde ich total spannend, weil da eine Riesenchance drinsteckt, die natürlich für linke Grüne unangenehm ist. Und für die anderen unter Umständen der Beleg dafür, dass sie eigentlich über die Hälfte der Deutschen sehr gut regieren. Ja, aber ich meine, könnte man sich nicht eine Arbeitsteilung vorstellen? Also, dass auf der einen Seite die Senatoren und Minister in den Ländern Realpolitik machen und die Opposition im Bund, die Grüne, dann einfach sozusagen die Vision ausbuchstabiert. Ich meine, das ist ja eine Arbeitsteilung, die zum Beispiel bei der SPD immer läuft. Also die SPD im Bund, wenn sie Opposition ist, regiert normalerweise in allen Ländern mit und teilt das so auf. Ginge das nicht auch bei den Grünen? Ich finde die Frage aber tatsächlich interessant, weil ich glaube, sie weist darauf hin, dass die Grünen eben in Wahrheit, auch wenn sie ja jetzt ein bisschen mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben, doch noch eine junge Partei sind, die eben genau das, was die SPD schon lange macht beispielsweise und was ja im Grunde genommen auch die Union teilweise macht, noch lernen muss. Und mit begrenztem Erfolg macht bei genau. Der SPD, muss man ja dazu sagen. Muss man auch sagen, aber die SPD hat das sozusagen über Jahrzehnte eingeübt, dass man im Bund das macht und das in den Ländern. Ja, und wenn Sie es nicht lernen, dann wäre ja die Gefahr, also würde ich jetzt mal sagen, oder das wäre die Frage an Sie, dann bliebe ja nur noch die Ernährungspartei übrig, nicht? Weil Ernährungspartei, also dass man sich irgendwie um gutes Essen genau, und nette einig. Landwirtschaft kümmert, ja, da sind sich ja alle einig. Aber das ist ja, aber würde das reichen, also um noch erkennbar zu sein? Ehrlich, das würde nicht reichen. Gleichzeitig bin ich einer, der sagt, dieses Thema, es ist ja nicht nur gute Ernährung. Mhm. Dieses Thema ist, wenn du das klug aufziehst, ein Riesenthema. Das ist global bis lokal. Du hast Feindbilder, du hast auch Gegner, die sich wehren gegen das, was du da machen willst. Du redest über Gentechnik, du redest über Massentierhaltung, du redest über riesige Schlachthöfe mit Billigarbeitern. Das kannst du, jedes einzelne Thema kannst du thematisieren, kannst du emotionalisieren. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meiner Umgebung, sowohl wo ich wohne, als auch mit den Freunden, die ich zu tun habe, immer mehr Leute reden immer mehr über das Essen und über die gute Ernährung. Vielleicht haben sie alle spät Kinder gekriegt, kann sein, aber sobald du Kinder hast, denkst du darüber nochmal anders nach. Und wenn du dreimal die Bilder gesehen hast, die sozusagen irgendwie die Massentierhaltung demonstrativ dir vor Augen führt, dann hast du echt ein komisches Gefühl. Aber insoweit, ich würde das nicht unterschätzen. Das reicht nicht, aber ich würde es nicht unterschätzen. Ich würde eine Sache einwenden. Ich bin ja generell bei dem Thema ein bisschen skeptisch, das habe ich am Anfang gesagt. Ich glaube, das Problem ist, es ist natürlich am Ende auch ein bisschen ein Luxusthema. Und das war das Atomkraftthema nicht, würde ich sagen. Das war Anspruch, ja. Also ich sage, es ist ein Luxusthema, aber genau hier könntest du, wenn du konsequent zu Ende denkst,
natürlich ein ökosoziales Thema daraus machen. Weil natürlich darf Bioenergie, ja, natürlich wird es kompliziert, aber du darfst natürlich irgendwie das gute Essen nicht zu einem privilegierten Thema machen. In dem Augenblick, und das ist es im Augenblick noch, weil wirklich Bio konsequent einkaufen, vielleicht sogar nachgucken können, ist denn das, was ich im Bioladen kaufe, wirklich Bio oder was heißt das und so weiter, heißt im Prinzip daraus auch eine soziale Frage zu machen. Also auch zu sagen, wir müssen es hinbekommen, dass die Leute, und zwar mehr Leute, sich das leisten können. Spannend ist, dass du in großen Supermärkten inzwischen überall deine Bio-Ecke hast. Es fängt an, aber das zu verbinden wäre eigentlich die große Aufgabe. Sind Sie da auch so optimistisch, Frau Lau? Vorhin haben Sie ja immer genickt. Also würden Sie auch sagen, ja, die Ernährung könnte eigentlich das große Thema nach der Atomenergie werden? Ich sehe es genau wie Stefan Braun, da ist alles drin. Also auch bis hin zur individuellen, wie will ich leben, wie viel Solidarität sind die Leute bereit zu leisten, auch zum Beispiel mit Tieren, ja. Und dann dieses ganze Thema Veggie Day und so weiter, also das Verhältnis der Grünen zum Rest der Gesellschaft, wie viel Zwang wollen wir ausüben? Wie viel Enttäuschung ist da auch über die Leute, die den Tieren nichts Böses tun wollen, aber dann eben nur 2 Euro für das Schnitzel zahlen und so. Ja, das sind alles auch so Wertefragen, die für die Grünen total wichtig sind. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass den Grünen die Themen ausgehen. So, es sind politische Leute, die also für alles Mögliche engagiert sind. Die Frage ist halt, was mobilisiert andere dazu, auf die Straße zu gehen. Und ich finde interessant, dass wir ja jetzt schon eine ganze Weile reden und bisher noch gar nicht auf die Außenpolitik gekommen sind. Ja, da muss ich jetzt aber mal kurz einschreiten und sagen, heute ist das Thema nur Ökologie und Soziales. Sie haben natürlich recht, man kann könnte noch weitere Themen machen, aber wir konzentrieren uns heute einfach mal auf diesen Spannungsbereich. Nämlich die Frage, ist das eigentlich ein Gegensatz? Ökologie, also Ernährung und Soziales, also wäre das jetzt ein Luxusphänomen, wenn man praktisch nur noch auf Ernährung setzt, was passiert eigentlich mit der sozialen Gerechtigkeit? Das ist hier jetzt das Thema. Frage deswegen nochmal vielleicht zurück. Wir waren ja schon bei den Ländern. Da stellt man ja fest, dass die Grünen immer die Umweltministerien besetzen, oft auch die Landwirtschaftsministerien, die oft ja auch zusammengehören, aber eigentlich nie die Sozialministerien. Kann man daran sehen, dass die Grünen dieses Thema nicht so wichtig nehmen, dass sie dann auch gerne auf diese entsprechenden Ministerien verzichten? Oder ist es so, dass Umwelt noch wichtiger ist und man eben dann immer dieses Ministerium sich greift und dann für die anderen Ressorts eben der Schlüssel nicht mehr passt? Ich glaube, bei der grünen Sozialpolitik gibt es so ein konzeptionelles Problem. Ist das eigentlich, wollen die Grünen eine linke Sozialpolitik machen? Also im Grunde nur more of the same. Das ist mir jetzt bei der Quotendebatte, die jetzt ja nicht Sozialpolitik ist, ist mir das aufgefallen, dass man dann immer diese Sache hat, Schwesig sagt 30%, die Grünen sagen 40, Elch, dann sagen die Linken eben 50. Und in so eine Debatte kommt man natürlich leicht rein, wenn man jetzt Sozialpolitik einfach nur als linke Politik konzipieren. Natürlich, ja, ist richtig. Aber wie wollen die Grünen das denken? Wollen die den Aspekt darauf legen, wie das früher in den 70er Jahren immer hieß, auf Selbsthilfe? Oder will man sagen, Deutschland ist ein verarmendes Land, wie das ja also im letzten Wahlkampf stark nach vorne gestellt wurde, vor allen Dingen von Katrin Göring-Eckardt. Wir sind ein verarmendes Land, es regnet in den Schulen rein und so weiter. Und der Staat muss viel mehr tun, um diesen Leuten zu helfen. Und dieser Gedanke von früher Hilfe zur Selbsthilfe und so, der war ja im Grunde vollkommen weg. Und da scheint für mich einfach, die Grünen drücken sich da so ein bisschen vor einer internen Klärung. Ja, kann ich nur zustimmen? Ich habe ja so ein bisschen noch ein stärkeres Gefühl. Ich habe den Eindruck, dass die Sozialpolitik, und wenn man jetzt sozusagen das kombiniert mit der Steuerpolitik, die im Wahlkampf ja eine relativ große Rolle gespielt hat, dann ist diese Frage, wie richten wir uns sozial und steuerpolitisch aus, eher eine interne Frage. Ich glaube, dass das Gros der Wähler die Grünen nicht wegen dieser Geschichte wählen. Die würden sie nicht mehr wählen, wenn sie total sozial ungerecht wären, aber sie wählen sie nicht automatisch, wenn sie sozusagen einigermaßen verlässlich, klug aus einem Ehegattensplitting ein Familiensplitting machen und wenn sie sozusagen auch die wirklich Reichen irgendwie ein bisschen stärker zur Kasse bitten. Das ist kein Problem. Aber du wirst nicht dafür gewählt, sondern du wirst eher dann nicht gewählt, wenn du es schlecht machst. Ich glaube, dass das eine interne Definitionsgeschichte ist, dass sozusagen die Linken immer darauf abgehoben haben, wir brauchen eine ganz besonders soziale Politik und die Realos eher darauf abgehoben haben, wir müssen und dürfen die, sagen wir mal, Mittelständler im Südwesten, aber nicht nur dort, wir dürfen die nicht komplett im Stich lassen. Es ist für mich eher eine Innen- als eine Außenfrage. Also klar, würden Sie das auch sagen, Herr Gartmann, Herr Braun hat ja eine sehr
deutliche These formuliert, nämlich die Grünen werden eigentlich für den grünen Anteil gewählt. Ja. Nicht? Das ist der Markenkern, der Rest muss klappen, aber ist unwichtig. Würden Sie das auch so sehen? Ich bin mir nicht ganz so sicher wie der Kollege Braun, aber was definitiv stimmt, ist natürlich, dass genau diese Frage eben nicht entschieden ist. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube eben, sie wird auch bis auf Weiteres nicht entschieden werden, weil da geht es dann schon nochmal zur Sache. Weil da geht es sozusagen dann um genau den Kern dieser Debatte. Und das mag sein, dass die Wähler oder vielleicht auch ein Teil der Mitgliedschaft da sowieso schon auf einem anderen Dampfer ist, aber die Leute, die diese Debatte führen. Sie haben sich nicht entschieden, ob das Ergebnis im September 2013 eine Unfall war, eine Ansammlung von Pannen, ich glaube Trittin sieht das eher so, oder ob da ein bestimmtes Steuer- und Sozialkonzept als Schwerpunkt für die Grünen abgewählt worden ist. Wenn man es abgewählt hat, dann müsste man sagen, jetzt kriegen die, die damals murrend mitgemacht haben, die Chance, ihr Modell zur Wahl zu stellen. Das hieße eher Südwesten, die Realos kriegen jetzt mehr Spielraum, um sozusagen ihr Modell von einer modernen grünen Partei vorleben zu können. Diese Entscheidung ist nicht getroffen. Also was Ihnen recht gibt, ist auf diesem Hamburger Parteitag im letzten Jahr, wo die Ernährungspartei beschlossen wurde, gab es keinerlei Erkenntnisse oder Debatten zum Thema Steuerpolitik. Man hat gar nicht drüber gesprochen. Man hat gar nicht darüber gesprochen. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch Umfragen, auch Analysen zum Wahlergebnis 2013. Da kommt ja sehr deutlich raus, dass die Steuerpolitik nicht schuld war, dass das Wahlergebnis dann so ausfiel, wie es war. Aber das deckt sich ja durchaus trotzdem mit Ihrer Erkenntnis, dass auch wenn die Steuerpolitik nicht geschadet hat, so viel kann man, glaube ich, sagen, sie auf jeden Fall nicht dazu geführt hat, dass jetzt Leute massenhaft zu den Grünen geströmt werden. So, jetzt scheint sich ja hier so ein Konsens anzubieten oder anzubahnen, ja, dann sollte man das eben irgendwie mitmachen, aber nicht forcieren. Oder sind Sie da anderer Meinung, Herr Gartmann? Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist, dass das Erfolgsrezept der Grünen lautet, wir machen gar keine klare, in Anführungszeichen, linke Sozialpolitik mehr, sondern machen sozusagen nur nichts falsch auf, sozusagen in dem Bereich, so wie das der Kollege Braun gesagt hat, und dann wird es schon klappen. Das Interessante ist, man findet natürlich für jede These Umfragen, die das bestätigen. Ja. Und die Umfragen, die Sie jetzt benannt haben, die kenne ich auch, aber wenn man mit Realo spricht, dann erzählen die einem andere Umfragen. Ja, also daran erkennt man eben, wie groß die Uneinigkeit da ist. Aber man könnte das vielleicht nochmal anders wenden, so als Frage. Also wenn man jetzt mal das zu Ende denkt, was Herr Braun gesagt hat, ist ja ein interessanter Ansatz, zu sagen, okay, man setzt nur auf Grün. Das steht so man heißen wir auch. Man andere machen, aber ja, es ja, wird genau. Nicht zum Gewinner. Ja, aber letztlich, man macht alles, aber letztlich setzt man auf Grün, genau wie der Name sagt. Dann ist man ja letztlich eine Themenpartei. Nun hat ja die FDP gezeigt, könnte man ja jedenfalls formulieren, dass man als Partei enorm gefährdet ist, wenn man nur noch ein Thema hat, nämlich in dem Fall der FDP war es natürlich Steuersenkung. Wenn man also mit keinem anderen Thema mehr identifiziert wird und die Wähler dann genau in dem Moment aber das Gefühl haben, okay, das brauchen wir jetzt aber gerade gar nicht und dann vielleicht noch so ein paar personelle Pannen dazukommen. Deswegen die Frage nochmal an Frau Lau, würden Sie sagen, das ist irgendwie eine gute Idee, nur auf das Thema Grün zu setzen? Nee, und ich glaube auch, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Mhm. Die Grünen sind politische Menschen, die sich für mehr interessieren als für die Ökologie. Ich glaube, es gibt sehr viele Grüne, die sich im Grunde überhaupt nicht für Ökologie interessieren und die eben auch die Atom, also da zum Beispiel Jürgen Trittin, glaube ich, gehört dazu, der letztlich auch die Atomfrage als eine Systemfrage behandelt hat, mehr oder weniger, wo es um so ein Kräftemessen mit den großen vier Energieträgern geht und im Grunde also so einen Moment von Antikapitalismus und so weiter da noch rein haben wollte. Und da gibt es auch sehr viele unter den jüngeren linken Grünen, die das ganz genauso sehen. Und den Konflikt mit den Banken. Es gibt ja sehr viele starke, intelligente linke Finanzpolitiker, die das auch weiterhin zu einem wichtigen Thema machen werden. Und ich sehe bei den Realos wenige, die auf eine ähnliche Weise da involviert sind und aus dem Bankensektor kommen und so weiter. Also das wird auch nochmal ein Thema werden. Und ich glaube, für mich steckt hinter dieser sozialen Frage mehr sowas wie,
in welcher Art von Land leben wir eigentlich? Da habe ich das Gefühl, das haben die Grünen im Grunde noch nicht wirklich geklärt. Das ist ganz komisch, weil sie ja sehr politische Leute sind und so. Aber ist das jetzt ein ungerechtes Land oder muss man massiv umverteilen oder muss man nur so ein bisschen hier und da? Ja, ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, so wie Peer Steinbrück ja jetzt im Spiegel beispielsweise eingeräumt hat, dass er möglicherweise in seine Partei die Verhältnisse auch falsch eingeschätzt haben während der Bundestagswahl. Sozusagen den Leuten sagen, guck mal, wie schlecht euer Land ist, es läuft überall in die Schulen rein und die Leute haben gesagt, Moment mal, ist doch gar nicht so. Mhm. So ist es den Grünen natürlich auch gegangen und so ist es, würde ich sagen, eben auch im Teil sogar der linken Grünen gegangen, die echt der Meinung waren, das ist richtig und die genau diese Diagnose hatten und die eigentlich auch glauben, man müsse das wieder machen. Aber sie stehen sozusagen vor den Wählern und denken, irgendwie kommunizieren wir nicht miteinander. Ja. Und auch diese Frage ist eben noch ungeklärt. Ja. Naja, ich meine, es scheint ja doch ein Fakt zu sein, dass die Hälfte aller kommunalen Brücken beispielsweise marode ist, also dass man tatsächlich auch in den Schulen nicht genug investiert. Ja, aber die Menschen nehmen das offenbar nicht so wahr. Oder sie nehmen es nicht als drängendes Problem wahr. Ansonsten wollte ich noch was sagen zu Ihrer Frage. Ein Satz nur. Ich glaube, bei allem, was man an den Grünen aussetzen kann, ich glaube, die Angst, dass es wie bei der FDP wird und sie zu einer Ein-Themen-Partei werden, die teile ich auch nicht. Das sehe ich bei der Kollegin Lau. Also dafür... Ich glaube auch nicht, dass es auch interessant war, dass Sie gesagt haben, nur noch grüne Themen. Das muss ich ja ein bisschen kritisieren. Ja, das dürfen Sie ja auch. Es ist nur so, das meine ich ja auch nicht. Sondern ich will ja nicht nur steuern, ich will nur sagen, Steuer ist nicht das Kernthema. Sondern wenn du grün ausbreitest, wenn du nochmal Landwirtschaft und gute Ernährung ausbreitest, dann bist du beim Artenschutz, du bist beim Klimaschutz. Du kannst den Leuten an einem Thema durchdeklinieren, Verkehr, was grün eigentlich bedeutet, beim Verkehr. Also ist immer die Frage, ob ich das sozusagen klein denke oder ob ich es schaffe, es nicht nur groß irgendwie mir vorzustellen, sondern auch mit Bildern zu besetzen. Jetzt bin ich ja tatsächlich fast Politikberater, dass du sozusagen Emotionen damit wächst. Insoweit die Einschränkung auf nur noch grün lasse ich nicht zu. Ja, okay, also ganz in Ihrem Sinne. Gibt es ja bei den Grünen viele, die auch versuchen, das Ökothema sozial zu denken. Mhm. Also zum Beispiel ein Thema, das ist... das immer stärker diskutiert wird, ist ja der sogenannte Ökobonus. Also, dass man die Ökosteuer weiterentwickelt, also zum Beispiel CO2-Emissionen wirklich besteuert, und zwar nicht nur bei den Privatverbrauchern, sondern auch bei der Industrie. Dass man dann aber das Geld, das man einsammelt, nicht als Staat behält, sondern wieder an alle verteilt. So, dass jeder Haushalt dann sozusagen auch Geld zurückbekommt von dem Geld, das er über die Energie abführt, sodass also alle das Gefühl haben, sie werden nicht beklaut vom Staat und eigentlich hat man was davon und gleichzeitig wird aber Energie teurer. Das wäre durchaus sozial, weil wenn man das über alle Haushalte gleich verteilt, natürlich die armen Haushalte letztlich mehr bekommen, als sie selber eingezahlt haben. Und es hätte einen Ökoaspekt. Was würden Sie denn von so einer Idee halten? Ist die vermittelbar? Ist die zu kompliziert? Ist die gut? Herr Gartmann. Also ich würde eben denken, da kommen wir wieder zu dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Nach der Erfahrung der letzten Bundestagswahl, glaube ich, ist die Skepsis sozusagen in der Breite da relativ groß. Weil ich glaube, die Grünen haben ja auch gemerkt, wie schnell in diesem Wahlkampf sozusagen die teilweise Stigmatisierung stattfand. Nach dem Motto, irgendwie die Grünen machen ultralinke Steuerpolitik. Und das wird mit so einem Ding wieder genauso passieren. Aber die Leute kriegen doch Geld zurück. Ja, aber das ist sozusagen so schwierig zu erklären. Also am Ende ist es immer eine Kommunikationsfrage. Und also das würde mich sehr, sehr wundern, wenn das sozusagen... Und ich meine, das ist ja im Grunde genommen auch eine Idee, die seit Jahren immer mal wieder auftaucht. Und so richtigen Widerhall hat sie eben doch bisher nicht gefunden. Ja, Sie scheinen sich komplett einig zu sein, oder Frau Lau? Ja, klar. Also ich bin da auch skeptisch. Also wenn die Grünen irgendwie sowas anfassen mit... einer Steuer oder einer Positivsteuer oder einer Belohnung. Ja, die Grünen stehen ja immer im Verdacht, sowas pädagogisch, erzieherisches zu haben und das hat man dann sofort wieder auf dem Teller. Ja, aber gut, aber wenn Sie jetzt nicht erzieherisch sein wollen, dann lassen sich all die schönen Themen, die Herr Braun jetzt gerade benannt hat, auch nicht machen. Das ist also Verkehrspolitik ohne Erziehungsabsicht kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, also ich glaube, in der Ernährungsfrage ist das auch ein Problem. Also ich bin jetzt auch mit Robert Habeck ein paar Mal mitgefahren, habe den so beobachtet, wenn der auf Bauern trifft und so. Das ist ein Problem.
Und die Frage, also wie geht es einem als grüner Minister, wenn man denkt, es hängt alles daran, dass die Leute zwar Tierschutz wollen und wollen, aber nicht bereit sind, die wahren Preise zu bezahlen. Die Preise sollen die Wahrheit sagen. Das ist ja so ein grünes, eine grüne Überzeugung, das, die teile ich auch, die Überzeugung, aber da ist man natürlich sofort wieder in der Elitenpartei, Latte Macchiato-Partei, ja. Ihr habt gut reden, aber die Leute, für die 2 Euro eben eine relevante Größe sind, die wollen ihr Fleisch und so weiter. Man ist sofort wieder in so einem Klassenthema drin. Das ist ein riesiges Problem. Ich finde aber, die Grünen sollen einfach selbstbewusst dazu stehen, dass sie sind keine SPD. Sie sind eine Partei, eine mittelständische Partei. Und ich finde, sie sollen auch nicht so tun, als wenn sie eine Arbeiterpartei wären. Der Ökobonus würde ja genau das Problem, das Sie ansprechen, sogar noch also beheben, nicht? Dann wäre es ja so, dass man gar nichts bezahlen muss. Man würde es ja zurückbekommen. Also es wäre gerade nicht das Luxusmodell. Aber Sie meinen eben, man könnte es nicht vermitteln. Ich glaube, es klingt einfach zu sehr nach Social Engineering und die Grünen machen da irgendwas, greifen ein, erziehen, drehen zu viele Schrauben. Würden Sie das auch sagen, Herr Traun? Ich bin witzigerweise bei dieser Geschichte nicht so skeptisch. Ich glaube nur, dass sie nicht wirklich von zentraler Bedeutung ist. Das ist irgendwie ein Bausteinchen, wo du wieder sagen kannst, jawohl, kann man machen, darf nicht zu groß ausfallen, nicht 5 Mark für den Liter und sowas. Ja? Ist klar, hat es alles schon gegeben. Insoweit wäre es wieder eine Frage. Das Schöne ist immerhin, dass du mit dem Ökobonus einen positiven Begriff hast. Also du müsstest es gut kommunizieren. Und ich meine, was richtig ist, diese soziale Frage, zum Beispiel beim Schweinefleisch, ist sehr konkret in Schleswig-Holstein. Und dann, wenn du dich auf so etwas einlässt und sagst, das ist ein Megathema, musst du wissen, du hast andernorts, wirst du auf Ressourcen verzichten müssen. Also man muss was umschichten, wenn man das sozial verträglich machen will. Dann habe ich kein Problem damit, dass die Grünen etwas pädagogischer sind als andere. Du musst es ja nicht mit einem Verbot verbinden, sondern mit Möglichkeiten. Also Sie sehen ja so ein Problem darin, gute Ideen, also ich hatte das so verstanden, eigentlich finden Sie alle den Ökobonus eine gute Idee, den aber zu kommunizieren, sodass die Wähler das verstehen. Ist das ein strukturelles Problem, das man irgendwie seitens der Grünen lösen könnte? Oder muss man sich damit abfinden, dass gute Ideen einfach nicht kommunizierbar sind? Ja, damit kann man sich natürlich nicht abfinden. Also ich bin jetzt nicht so optimistisch wie Stefan Braun. Also ich habe dich so verstanden, als würdest du sagen, das kann funktionieren. Das kann so. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich habe das Gefühl, wenn das so wirkt, als würden die Grünen zu viel rumdoktern wollen, dann sind die Leute skeptisch. Aber dass die Grünen in irgendeiner Form sich dafür stark machen, ökologisches Verhalten zu belohnen, statt unökologisches zu bestrafen oder so, das kann ja jetzt wiederum andererseits auch nicht so wahnsinnig überraschen. Also für mich ist das ein springender Punkt. Also die Wahrnehmung, das muss man immer sagen, die Wahrnehmung, und das ist dann ja so ein Konglomerat, das sich entwickelt im Laufe des Wahlkampfs, war 2013 genau das, was die Mariam sagt, nicht wir belohnen gutes, kluges, aus unserer Sicht richtiges Verhalten, sondern wir bestrafen blödes. Trotzdem glaube ich, was am Ende für die Grünen nicht funktionieren wird, wenn man sozusagen aus lauter Angst vor dem Stigma, das man im Wahlkampf hatte als die Verbotspartei, von den Leuten gar nichts mehr abzuverlangen, gar nichts mehr abzuverlangen, tust du gar nicht. Dann das wird das eben auch nicht funktionieren. Im Grunde genommen war das ja auch eine irrsinnige Debatte. Jede politische Partei, die Vorstellungen hat, verlangt von den Bürgern irgendwas und in Anführungszeichen verbietet ihnen möglicherweise auch mal was oder auch nicht. Den Grünen hat man aber sozusagen mit diesem Veggie, der sozusagen so schön eine reindraschen können, dass es, das war sozusagen das klassische Wahlkampfding und davon haben sie sich nie mehr erholt und das hängt sozusagen, das hängt ihnen nach wie vor in den Klamotten drin. So ein bisschen Mut muss schon wieder zurückkommen, sonst kannst du mal reden. Finde ich auch. Inhaltlich auf alle Fälle. Der Ökobonus ist ja keine Bestrafung, sondern der wäre ja der Versuch, auf der einen Seite den Konsum, den Verbrauch zu lenken, ganz einfach, und auf der anderen Seite den Leuten zu sagen, wir bestrafen euch nicht, sondern wir geben euch ja im Großen und Ganzen wieder was zurück. Wir wollen es nicht in irgendwelche dunklen Kanäle laufen. Man kann ja sogar noch weitergehen und sagen, die, die sparen, bekommen ja noch was dazu. So ist es. Also es ist ja nicht so, dass die kriegen ja hinterher mehr raus, als sie vorher eingezahlt haben. Also man kann ja als schwäbische Hausfrau sozusagen dann noch ein Plus machen.
Aber die Reaktion der beiden Kollegen zeigt, du musst es wirklich gut erklären. Also das ist ja genau die Situation, mit der die Grünen zumindest jetzt im Bund zu kämpfen haben. Ja, ja. Sie sind die kleinste Oppositionspartei und man hat das Gefühl, dass es eigentlich sehr schwer ist, egal was man macht als Grüner, überhaupt durchzudringen. Nicht? Also die Nachrichten werden komplett von der großen Koalition als Regierung dominiert, die dann eben auch ungefähr 80% des Bundestages mit den Abgeordneten besetzt. Also wie kann man als grüne Partei, die Linke hat ja ähnliche Probleme, da rauskommen aus dieser Falle, dass man da eine kleine Partei ist und nicht so richtig vorkommt? Das würde natürlich dann funktionieren, wenn man jemanden hätte, der irgendwie eine tolle Erzählung als Figur hätte, irgendwie als besonders smart, als besonders aufregend, wie auch immer, rüberkäme. Und das muss man sagen, das strukturelle Problem ist schon da, aber man hat eben auch niemanden, der sozusagen das personell im Moment rausreißt, sondern das ist im Grunde genommen eben ein vierer- bis viereinhalbköpfiges, eine Gruppe und dann wird es natürlich, sagen, würde ich mal behaupten, in unserer Mediengesellschaft noch schwieriger eigentlich durchzudringen. Ja, aber da könnte man ja auch sagen, die anderen Parteien haben aber auch keine Köpfe, wenn man jetzt mal von Angela Merkel absieht. Ja, aber ansonsten die anderen Parteien bestimmen und das ist halt der Unterschied. Mhm. Also Sie meinen, in der Opposition braucht man unbedingt eine erkennbare Führungsperson. Ja, auf jeden Fall. Absolut, erst recht in der Opposition. Mhm. Na gut, wir machen jetzt hier kein Casting, ne? Sondern vielleicht die letzte Frage, also die Grünen waren ja immer Avantgarde. Also, oder wurden lange so gesehen, jahrzehntelang von den Wählern als Avantgarde gesehen, aber sie selbst haben sich natürlich auch als Avantgarde definiert. Wenn man wieder Avantgarde sein wollte, sowohl in dem ökologischen Bereich wie auch vielleicht in dem sozialen Bereich, was müssten die Grünen da eigentlich formulieren? Also ich finde, vor allen Dingen muss man sich mal mit den eigenen Widersprüchen und Unannehmlichkeiten konfrontieren. Ich finde auch, der Streit muss sein. Es ist natürlich so ein bisschen wohlfeil zu sagen, irgendwie streitet doch, dann wird sich was ausbilden. Das ist unser Privileg. Das ist unser Privileg. Also ja, ich würde mal sagen, wenn man den Parteitag in Hamburg anguckt, da gab es ja auch, sagen wir mal, nicht Streits, aber Auseinandersetzungen. Und die sind sehr authentisch zum Teil geführt worden. Das hat die gestärkt. Ja. Es gab einen Europaparteitag in Dresden. Da hattest du sozusagen nicht so sehr einen inhaltlichen Streit, aber einen sehr starken prononcierten personellen Streit. Also die Frage, wer soll die Grünen in die Europawahl führen? Das hat bei allen die Muskeln gelockert und jeder hat sich angestrengt, der auf der Bühne stand. Das war großartig. Das hat plötzlich Identität geliefert. Also die Frage ist nicht Streit ja oder nein, die Frage ist, hast du Leute, die gut streiten können? Die irgendwie authentisch streiten und nicht instrumentell. Das Problem, was du jetzt ganz oft hast, ist, dass du das Gefühl hast, bei den Vieren in Berlin unterschiedlich, aber irgendwie bei jedem steckt es ein bisschen im Blut, dass sie instrumentell streiten, dass sie mechanisch streiten, dass sie streiten und irgendwie eine Position vertreten, um ja bei ihrer eigenen Spezialklientel die Stimmen zu behalten. Du kommst aber an die Person nicht ran. Insoweit, das bräuchten sie tatsächlich. Und sie bräuchten halt auch, und das wird irgendwie, macht die Sache nur noch schwerer, sie müssten sich den Raum geben, zuzulassen, dass Berlin nicht mehr alles vorgibt. Das ist schwierig, aber das hat sich historisch total verändert. Sie haben noch nie eine Situation gehabt, wo sie so viele, doch vergleichsweise, ich finde, auch gute, attraktive Landespolitiker hatten. Das versuchen sie ja wegzudrücken. Dadurch wird das wieder instrumentell. Aber die Erkenntnis ist ja da. Ja, aber sie wird nicht gemacht. Und der Bund drückt ja auch viel weniger als noch vor ein, zwei Jahren. Also ich würde mal sagen, das hat man inzwischen schon gemerkt, dass das eben nicht funktioniert angesichts der Verhältnisse zwischen Bund und Ländern. Ja, also eigentlich kann man ja zusammenfassen. Also wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie gleich wieder protestieren. Aber jetzt habe ich Sie so verstanden, okay, erstens, die Erneuerung kommt wahrscheinlich aus den Ländern. Zweitens, die Grünen müssen sich mehr streiten. Drittens, wenn man jetzt so eine Hierarchisierung der Themen angehen würde, dann wäre eben ganz wichtig, auf die Ökologie zu setzen. Und die Wahl mit der Ernährungspartei als Schlagwort ist eigentlich richtig, wenn man das so breit fasst, wie Herr Braun das getan hat. Ja, dann vielen Dank, dass Sie hier waren und sozusagen die Grünen im Spiegel der Ökologie und der sozialen Frage diskutiert haben.